In Doha gibt es ja bekanntlicherweise den Hangrutsch. Wie ist da derzeit der aktuelle Stand der Dinge? Derzeit laufen, wie bekannt, die Pumpversuche. Im Grunde geht es nach wie vor darum, den Hangwasserdruck zu reduzieren. Und eine Möglichkeit ist eben, dieses Wasser abzupumpen. In weiterer Folge, wenn das Großprojekt dann tatsächlich zustande kommt und diese Pumpversuche erfolgreich ist, dann könnte auch sein, dass auf ca. 70, 80 Meter Tiefe ein Entwässerungsstollen gebohrt wird, der genau diese Funktion dann auch haben soll, nämlich die Entwässerung des Hangs und dadurch ein weiteres Abrutschen der Hangkante verhindern soll. Wie genau muss man sich so einen Entwässerungstunnel denn vorstellen? Also derzeit, wie gesagt, laufen die Pumpversuche, die das Wasser aus dem Hang abpumpen. Das heißt, der Hangwasserspiegel wird abgesenkt und der Stollen, der dann mit einem Durchmesser von 2,5, 3 Metern in den Hang hineingebohrt wird, soll genau diese Funktion übernehmen, dass das Wasser aus dem Hang abtransportiert wird und Richtung Weissach fließt. Wann wäre denn das Projekt mit dem Entwässerungstunnel eventuell umsetzbar? Die ersten Ergebnisse aus den Pumpversuchen wird es Ende Jahr geben und dann wird auch der weitere Zeitplan darüber beraten werden, über den weiteren Zeitplan. Gemeinsam mit der Wildbach, mit den Geologen, mit den Bodenmechanikern soll dann das entsprechende Projekt aufgegleist werden und die Umsetzung des schlussendlichen Projektes könnte dann in den nächsten 2 bis 3 Jahren erfolgen.